Jo, jo, jo. Krass finde ich ja dieses Ding hier vom Unterarm. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Muskel ist oder eine Sehne, ne? Richtig dicker, aber es fühlt sich wie ein Muskel an. Kommt wahrscheinlich vom Kreuzheben, so bei dem Unterarm. Jo. ist das wieder ein blödes Video im Liegen? Weil ich gerade das Bedürfnis habe, halt so ein bisschen zu chillen. Ich liege übrigens auf dem Boden gerade, weil ich seit 4 Tagen kein Bett mehr nutze und es geht mir wirklich super damit. Aber ich habe noch halt so ein normales Kissen, das will ich aber auch bald ersetzen mit ein dünneres Kissen und dann eventuell irgendwann gar keins mehr, aber halt alles Step by Step. Ich habe jetzt einfach so eine 2 cm dünne, aufblasbare Isomatratze sozusagen, also wirklich nur so dick ungefähr. Und das Video soll aber darum gehen, wie der Titel auch schon sagt, dann kriegst du vielleicht einfach mal hin. Moment. Das ist auch ein bisschen aufrechter. Das ist auch das letzte Video. War schon irgendwie mal. Das ist auch das letzte Video in dem Zimmer hier. Morgen bin ich hier weg. Und dann habe ich da auch dann keine Möbel mehr zum Glück, die mich vergiften könnten. Ich habe das auch wirklich gemerkt, dass ich mich morgens deutlich frischer fühle, seit ich auf dem Boden schlafe. Und ich vermute wirklich, dass Couchsurfer so weiter und ja, also ich fühle mich deutlich frischer. Ich schlafe auch immer weiterhin 4 Stunden und bin dann ausgeruht und frisch und fit für den Tag. Hab Energie, mach Sport und so weiter. Jeden Tag sogar. Das ist richtig geil eigentlich. Ja, das ist nicht als T-Shirt gerade. Kaufe ich es auch nicht viel neu. Ja, ich rede so viel drum rum. Aber wir waren halt so ein paar News sozusagen am Anfang. Das Video soll darum gehen, wie der Till auch schon sagt, ich weiß noch nicht, wie ich den Titel genau wählen werde, Selbsttraumatisierung durch solche Dinge wie Fasten. Also halt jetzt die Themen, die halt in dem Kanal hier auch besprochen werden. Darauf bezieht sich das dann natürlich in erster Linie. Aber muss natürlich nicht nur sein, aber sowas wie, also Selbsttraumatisierung ist halt ist schon ein Begriff für sich und das ist schon so eine Thematik, denen sich sehr viele Leute, glaube ich, nicht bewusst sind und ich mir lange, lange Zeit auch nicht bewusst war. Und ich beziehe es halt jetzt auf Fasten, auf Ernährung allgemein und Extremsport. Also das sind halt so die 3 Sachen, die ich selber bei mir erfahren habe. Und ich finde es da halt wirklich immer wichtig, 2 Seiten oder beide Seiten der Medaille zu beleuchten. Und zum Fasten, also ich habe jetzt wirklich die Erkenntnis bekommen, mir strömen jetzt viele Bewusstwerdungen ein, also Erkenntnisse nenne ich es nicht mehr. Warum ist jetzt nicht so wichtig? Dadurch, dass ich mich halt jetzt fruktarisch seit knapp 4 Wochen oder sowas ernähre, strömen jetzt Erkenntnisse viel mehr ein, weil man sich halt nicht mehr ja, mit Nahrungsmitteln sozusagen in Anführungszeichen betäubt oder den Darm halt zuknallt, wo eigentlich die Informationen, das Darmgehirn, durch das Darmgehirn aufgenommen werden oder verarbeitet werden. Ist auch wieder ein komplett anderes Thema. Mal zur Sache. Also ich habe jetzt halt wirklich die Bewusstwerdung erfahren, dass es doch ein paar Spuren hinterlassen hat in der Psyche, diese Fasten, die ich gemacht habe. Und ich habe mich früher, also mehrere Jahre auch sehr durch Leistungssport oder Extremsport selbst traumatisiert, ohne dass es mir wirklich bewusst war. Ich hätte das wirklich nicht gedacht gehabt. Ich habe einfach die Einstellung gehabt und habe auch immer noch die Einstellung, werde ich euch erklären, dass halt wirklich alles möglich ist und dass man alles kann und alles schaffen kann und so weiter. Aber die Sache ist die, dass nach meiner jetzigen Erkenntnisstand oder Bewusstwerdungsstand, dass so ist, dass das halt nicht unbedingt alles sofort funktioniert, dass das halt wirklich so eine Art Entwicklung ist zu etwas hin, dass zwar wirklich alles möglich ist, es aber trotzdem halt einen physischen Aspekt gibt, oder halt, was heißt physischen? Ich habe ja auch gerade von der Psyche gesprochen, dass da Spuren hinterlassen. Also es gibt halt einen, ich will nicht sagen, Realitätseffekt. Das ist ein bisschen falsch noch eigentlich. Also es gibt halt
Oder man könnte sagen, dritte Dimension. Ich muss den Begriff leider erwähnen, weil ich jetzt nichts Besseres habe, um das wirklich darzustellen. Also für Leute, die damit jetzt nichts anfangen können, kann ich jetzt wirklich nicht so erklären. Auf die Schnelle zumindest. Auf jeden Fall ist man halt in dieser Dimension, sage ich mal, drin. Und da geht halt nicht alles sofort. Also meiner Meinung nach ist es in der fünften Dimension so, dass da halt wirklich alles sofort passiert, dass wenn man sich halt Dinge wünscht oder Dinge denkt, dass sie sofort passieren, deswegen müsste man da auch aufpassen, sage ich mal. Und da, wo wir jetzt momentan sind, ist es halt nicht so. Es ist dann alles möglich, aber halt nicht sofort, obwohl der Zeitaspekt auch wieder so eine Sache ist und nicht existiert, aber der existiert dann wiederum nicht in der fünften Dimension, nur sozusagen. Da muss man erstmal die Existenz davon überwunden haben, in der fünften Dimension sein. Ja, man ist halt auch gleichzeitig in der fünften und dritten Dimension, das kann auch sein. Es ist halt nicht immer auf eine Sache graduell beschränkt und so weiter. Also es ist eine ganz andere Geschichte, als man sich das eventuell vorstellt. Das ist aber auch ein anderes Thema. Ah, so viele Themen. Und so strömt halt dann auch wirklich die ganze Zeit ein. Deswegen kann ich sehr gut verstehen. Deswegen habe ich es vorher auch nicht so gemacht. Ich kann deswegen sehr gut verstehen, dass man halt nicht so schnell den Weg vorangeht, weil das wird einfach zu krass, weil wir sind eigentlich so unwissend in Anführungszeichen, kann man aber auch nicht so stehen lassen. Das ist halt wirklich alles eine Entwicklung und in jedem Entwicklungsstand ist man wissend. Und eben auch wenn immer mehr und mehr und mehr dazukommt, ist das jetzt kein besseres Wissen oder schlechteres. Außer man misst ihm halt wirklich den Wert bei, dass es halt besser, fein ist oder so. Und deswegen muss man halt auch immer seinen eigenen Weg finden. Und dieses besser, schlechter Gedöns, das löst sich auch immer mehr auf. Das hatte ich schon halt vor 10 Jahren oder sowas, wusste ich schon sozusagen, dass das existiert, aber es muss dann auch wirklich in einen selber, also es muss einen komplett auch durchfließen und durchströmen, diese Erkenntnis und tief, wirklich tief in einen sozusagen reingehen. Das könnte jetzt wieder gut für YouTube Kacke missbraucht werden, dieser Part. Ja, und ich bin jetzt immer noch nicht konkret geworden, leider. Nur diese kleine Andeutung halt, dass ich halt wirklich, dass mir jetzt wirklich bewusst werden gekommen ist, dass es schon ein paar Spuren hinterlassen hat, jetzt nichts Schlimmes, aber und man muss das ja auch ausprobieren und lernen, dann, ich wusste es vorher nicht, mir war es vorher nicht bewusst, und dann wird es halt aus, und jetzt wird es mir halt bewusst, oder ist es mir bewusst geworden, und deswegen finde ich es wirklich besser. Also, es war halt wirklich nicht stark insgesamt, aber es ist jetzt zum Beispiel so, dass es mich körperlich wirklich schon wieder zu einem, was heißt schon wieder jetzt nach fast 5 Monaten oder so, zu einem, nee, fast, ja doch, 4 Monate. 4 oder fast 5. Mich wieder zu einem Saftfasten zieht, aber halt wirklich körperlich. Ich merke aber, dass ich psychisch, dass es nicht gut tun würde. Also ich bin weiterhin beim wenig Essen und halt Früchte essen und so weiter und das ist ja schon sehr gut, aber es heißt da auch sehr gut, woran macht man denn fest, was halt jetzt sehr gut ist? Ich mache das halt nicht daran fest, also nicht an Definition von anderen, das sowieso nicht, und auch nicht an der Definition, ja, wie der allgemeine Schnitt ist, also, sondern ich mache das daran fest, was halt wirklich nötig ist, um sich zu heilen und sich gut zu fühlen. Wobei das Gutfühlen meiner Meinung nach ein Resultat auch sein wird von der Heilung, von der Gesundung. Und dafür ist es schon nötig, halt abwechselnd immer solche Fastenkuren zu machen und dann entweder halt Rohkost essen oder wenn man da noch nicht ist, zumindest dann diese Übergangskost, die Arnold Ehre beschrieben hat. Oder man könnte es auch Raw 24 nennen, aber ein bisschen abgewandelt. Ja, durchzuführen im Wechsel immer. Und deswegen kann ich mich jetzt nicht darauf festlegen, aha, ich mache jetzt Frutarier und esse wenig und jetzt bin ich Superman schon und so weiter und das war's jetzt. Und das ist auch eine ganzheitliche Sache, das ist auch nicht nur die Ernährung und der Lebensstil, sondern auch halt Geisteshaltung und so weiter. Also es ist wirklich was Ganzheitliches. Oh, ich sehe gerade diese Melonen und diese Gurken, das sieht einfach so schön aus. Ja, ich würde euch das jetzt fast zeigen, aber das sieht jetzt so unordentlich aus hier. Naja, egal. Ich kann jetzt gar nicht sehen, wie ich euch das zeige. Ja. Da liegt dann noch ein bisschen Plastik, und diesmal habe ich leider noch ein bisschen Plastik hier mit dem Einkauf. Aber nicht ablenken lassen.
Das ist halt wirklich schwierig, das relativ geordnet rüberzubringen. Das ist gerade wirklich ein schwieriges Thema. Also ohne Notizen auch. Aber ich hatte wirklich das Gefühl gehabt, jetzt das Video zu machen, weil sonst findet das wieder nie statt. Deswegen mache ich das lieber spontan als gar nicht. Ja. Also es zieht mich körperlich stark zum Saftfasten hin, aber psychisch habe ich halt gemerkt, dass es ja noch nicht so hinhaut. Es würde gehen, es würde auf jeden Fall gehen. Ich könnte jetzt auch 6 Monate, was weiß ich, nur mit Wasser fasten und Gurkensaft. Es würde gehen, es würde halt wirklich alles gehen. Beziehungsweise mittlerweile wird sogar ziemlich viel gehen. Aber warum sollte man immer das Maximale machen, wenn es so immer weitergeht? Also früher hatte ich wirklich immer die Einstellung gehabt und habe es auch wirklich durchgeführt, immer das Maximale machen. Das war das Einzige, woran ich mich festhalten konnte. Was war halt wichtig im Leben? Woran kann man sich festhalten? Was gibt einem Struktur und Ordnung? Und für mich gab es da nichts. Für mich sowas wie Glück, wo ich glaube, gleich darauf eingehen werde, Glück und Freude. Das gab es für mich früher nicht. Und dem habe ich auch keinen Wert beigemessen. Ich habe dem Wert beigemessen. Ich habe eigentlich sowas wie Wachstum, dem habe ich Wert beigemessen. Wachstum und auch aus irgendeinem, ja, sich befreien und so weiter, was auch mit Kämpfen viel zu tun hatte. Und für mich war Freude da überhaupt noch nicht wichtig. Also ich wusste damals schon, dass es halt irgendwann eine Rolle spielen wird, aber für mich war halt nur wichtig, erstmal aus noch niedrigeren Schwingungen sozusagen rauszukommen. Aus diesem Überlebensgedanken, aus Kampfgedanken und so weiter. Beziehungsweise das ist eigentlich paradox, weil ich ja da gekämpft hatte. Man kommt nicht im Kampf-Modus raus. Logischerweise war mir aber damals nicht bewusst. Und jetzt habe ich leider ein bisschen den Faden verloren. Ja, muss ich jetzt woanders ansetzen, bevor ich jetzt 100 Jahre irgendwas schneiden muss. Ich habe, ja, ich bin jetzt halt dabei, wie gesagt, Frutaria und wenig Essen immer noch und geht mir auch ziemlich gut damit immer noch. Und obwohl ich mich auch wieder ein oder zweimal vergiftet habe, einmal mit Erdbeeren und einmal keine Ahnung. Aber ich glaube, die Paprika, die ich gestern gegessen hatte, die hat mich auch vergiftet. Zumindest habe ich wieder Augenringe davon irgendwie. Und sonst hatte ich eigentlich nur Sachen gegessen, wo ich in der Vergangenheit nie irgendwelche Vergiftungen gespürt habe. Aber es kann jetzt auch eine Rückvergiftung sein, dadurch, dass das Gemüse halt weglasse. Und es kann natürlich auch sein, weil ich auch zweimal ungefähr vor dem Frutaria halt Kochkost gegessen habe und auch öfters zu viel gegessen habe, öfters gemixt habe und lange Zeit keinen Ausdauersport gemacht hatte, dass sich der Darm halt wieder ein bisschen, dass sich dann wieder Schlacken angesammelt haben und jetzt durch das wenig Essen Frutaria habe ich wieder eine Rückvergiftung. Deswegen werde ich morgen auch ausnahmsweise mal wieder, ich glaube seit 5 Monaten oder so, einen Einlauf versuchen, um da halt so ein bisschen Reinigung reinzubringen. Aber es zieht mich halt, wie gesagt, trotzdem, also es reicht halt trotzdem nicht, merke ich, und dieses, ach, jetzt weiß ich ja, wo ich war auch, aber trotzdem rede ich jetzt da erstmal weiter, sorry. Trotzdem reicht das nicht momentan, also ich merke, dass ein Saftfasten dreimal so schnell wirklich reinigt, als wenn ich halt jetzt eine Melone esse und dann noch 5 Birnen esse und noch zwei Gurken oder sowas. Wenn ich stattdessen einfach einen Grapefruitsaft trinke und nochmal einen Gurkensaft oder halt nur einen Grapefruitsaft oder mal einen Tag lang nichts esse, dann reinigt mich das 3 oder 4 Mal so schnell. Aber da muss man halt auch wirklich dann sagen, wenn man sich halt entscheidet für so ein Fasten, dass man das dann sich auch für entscheidet, das wirklich durchzuziehen und dann halt keine Ausnahmen zu machen. Und dieses, ja, ich will es nicht als extrem bezeichnen, aber schon extrem in einer nicht gewerteten Form. Also nicht, dass er jetzt negativ gewertet wird, sondern das ist halt schon ein Ausnahmezustand von den Zuständen, wo man sich bisher in seinem Leben befunden hat und man sich auch jetzt befindet. In dem Sinne halt extrem. Und dieses kann ich momentan oder möchte ich momentan mit der Psyche nicht machen oder nicht mehr erstmal noch machen. Und wann das halt kommen wird, das wird sich dann halt zeigen. Da höre ich dann halt wirklich auf den Körper und ich höre jetzt wirklich sehr stark auf den Körper und jeden Tag sieht die Ernährung dann auch wirklich anders aus, je nach Gefühlen, auch der Sport sieht da anders aus und es gibt da auch kein festes Konzept.
Also von festen Konzepten habe ich noch nie so richtig was gehalten. Also ich bin im Sport auch immer viel schneller vorangekommen, wenn ich halt auf meine Körperintelligenz gehört habe. Und das finde ich auch wichtig für die Heilung, weil der Körper ist, finde ich, viel komplexer, als wir uns das vorstellen können, und hat da eine viel höhere Intelligenz, Stichwort wieder Darmgehirn, was ungefähr 1 Milliarde Mal leistungsfähiger ist als unser Kopfgehirn. Auch total zugekleistert von irgendwelchen Altlasten, die man täglich 20 Jahre lang dreimal am Tag sich zuführt, durch Umwelt gibt und so weiter. Krasse Wahrheiten sind das, krasse Erkenntnisse sind das, die halt so krass sind, dass sie sich, dass man, dass das menschliche Ego das einfach nicht fassen kann und nicht fassen will, was ich auch sehr verstehen kann. Und deswegen will ich mein Ego da auch sehr zurückhaltend abschalten, um, ja, weil Menschen dann halt besser auf solche Informationen reagieren. Ich will halt auch wirklich nur Menschen damit helfen. Und mir ist das egal, wie krass negativ ein Mensch gegenüber dieser Sache steht mittlerweile. Das berührt mich nicht mehr. Mir tut es dann halt nur trotzdem leid, dass der Mensch das in den nächsten paar Jahren wahrscheinlich dann nicht erfahren wird, ja, diese Wege erfahren wird, die zu einer Heilung halt führen können oder führen werden wahrscheinlich. Ja, ich bin halt selber noch nicht komplett diesen Weg zu Ende gegangen. Es dauert halt, wie gesagt, ungefähr so 3 Jahre, immer im Abwechsel halt Fasten und Rohkost essen oder halt schleimfrei essen oder schleimarm, um sich da zu heilen, wodurch letztlich auch die Psyche geheilt wird. Und ich merke jetzt ja auch, jetzt kommen halt mehr, wie gesagt, diese Erkenntnisse auch, dass man sich halt so selbst traumatisiert hat in der Vergangenheit, und dadurch macht man das dann weiterhin nicht, und dadurch ist es ja auch ein Heilungsprozess. Das ist halt dieser psychische Detox. Es gibt halt emotionalen Detox, den psychischen Detox und auch den seelischen, und das geschieht halt auch gerade, und das versuchen Menschen halt auch stark mit Nahrungsmitteln wieder abzudämpfen, was in gewissem Maß dann halt auch sinnvoll sein kann, je nachdem, wie stark man sich fühlt, wie stark man ist und so weiter, was man für ein Mensch ist, wie die Lebensumstände sind und so weiter. Ach, ist das ein langes Video jetzt. Ja, wie gesagt, psychisch will ich diese Extremsituation im Vergleich zur Situation, wo man sich sonst befindet, jetzt noch nicht machen, dass ich jetzt mehrere Monate lang nur mit Gurkensaft oder sowas mache. Obwohl es mich körperlich wirklich sehr stark lehnt, den ich das wirklich gerne machen würde. Aber muss er sich halt wirklich auch eingestehen und auch halt wirklich, man muss sich noch nicht mal irgendwas eingestehen, weil das ist ja ganz normal. Was soll man sich da eingestehen? Man soll sich eingestehen, dass man richtig ist oder was. Ja. Man sollte halt nur akzeptieren können, so vielleicht besser ausgedrückt. Und es nicht nur akzeptieren können, sondern wirklich akzeptieren, dass es halt nicht immer die richtige Zeit ist. Und da finde ich es dann halt sinnvoll. Das ist halt wirklich, wie gesagt, sowieso alles möglich. Auch je nach Zeit gesehen, in der Zeitspanne gesehen, ist sowieso alles möglich, nur es bedarf einer Entwicklung. Aber wenn halt wirklich alles möglich ist, wo ist dann halt wirklich die Grenze zu setzen? Was gibt dann einem die Struktur? Früher war gesagt, wie gesagt, meine Struktur immer das Maximale machen. Und diese Gesellschaft funktioniert ja auch stark darauf, dass halt die Roboter erzogen werden schon. Und dass man halt, solange man funktionieren kann, funktioniert man dann am besten auch noch so leistungsfähig, wie man kann. Und ich habe mich halt als auch sehr sensibler Mensch, obwohl ich eigentlich nichts mit diesen Energien zu tun hatte als kleines Kind und so weiter, und das hat natürlich niemand. Und trotzdem, ich hatte auch so auch als Kind und Jugendlicher eigentlich nicht viel damit zu tun. Ich war schon immer sehr, sehr gesellschaftskritisch, eigentlich schon bevor ich im Kindergarten war. Das ist aber auch eine andere Geschichte. Trotzdem habe ich halt diese Energien angenommen, vielleicht sogar unterbewusst, freiwillig, und ich habe die sehr stark angenommen und dann auch sehr stark ausgelebt, um das halt wirklich zu erfahren, wie es halt wirklich auf dieser Erde funktioniert und auch wirklich dann Compassion für andere zu entwickeln, weil man es halt selber an seinem eigenen Leib erfahren hat. Und ich denke, dass das auch einige der Zuschauer hier für sich selber auch so gemacht haben. Entweder sind sie sich schon bewusst oder noch nicht so ganz. Ich denke, dass einige von euch das auch so angenommen haben, diese Energien, um danach, wenn man sich selber danach dann wieder davon geheilt hat, was wir gerade tun, um dann anderen Menschen zu heilen und zu helfen, weil wir dann halt genau wissen, was sie halt durchmachen, wie es funktioniert und wie man eventuell da wieder rauskommt.
Und ich denke, ich nehme das wirklich auch als Aufgabe mittlerweile wahr, nachdem wir halt es wirklich geschafft haben, uns selber davon wieder zu heilen. Das ist halt wirklich das Wichtigste. Und muss ich erst selber heilen, ob man anderen helfen kann. Das ist eine Erkenntnis. Und ich habe halt wirklich dann da halt erst die Grenze gezogen, wie viel ich halt schaffen kann. Ich habe das mit dem Leistungssport gemacht und mich damit dann auch selbst traumatisiert. Und das macht ja auch der Großteil der Menschen, ohne sich jetzt bewusst zu werden, sich selbst zu traumatisieren tagtäglich. Und diese Traumatisierungen werden dann ignoriert, indem man sich dann halt reizüberflutet oder halt auch mit Nahrungsmitteln reizüberflutet, also das Darmgehirn sozusagen reizüberflutet, könnte man auch so ausdrücken, sich sozusagen ja abzustumpfen insgesamt. Und darauf läuft dann zumindest hinaus, und das läuft schon ziemlich, ziemlich, ziemlich lange, weil es immer und immer schwieriger wird, dann auch rauszukommen. Genau wie mit Drogenabhängigen, nur dass alle drogenabhängig sind, nur auf einer anderen Ebene sozusagen. Ja, und jetzt habe ich wieder ein bisschen Faden verloren, weil es wirklich sehr, sehr komplex ist. Und ich auch wirklich nicht häufig über sowas rede, und ja, aber dafür mache ich ja Videos, und dann wird das schon irgendwann besser klappen. Ja, es wird auf jeden Fall irgendwann, ah, jetzt weiß ich wieder, mit der Ordnung. Und wo halt dann wirklich die Ordnung ist, wo man sich die Struktur herholt oder wo man halt die Grenze setzt, ist dann, weil ja sowieso alles möglich ist. Was soll man dann noch für eine Grenze setzen? Sonst man, also die Ordnung, die ich mir dann gebe, ist, oder wer sagt dem einen, was man wie und wann zu tun hat, wenn halt sowieso alles möglich ist, und dann ist ja eigentlich komplett alles egal, sozusagen. Dann, und da ist dann halt wirklich meine Ordnung halt wirklich der Spaß dabei. Und jetzt der Groschen sozusagen gefallen, dass man einfach Spaß an den Dingen hat, weil es ist ja sowieso alles möglich, also kann man einfach Spaß haben, das ist der Sinn des Lebens meiner Meinung nach, und das versuche ich dann auch jetzt wirklich auch auf alle Ebenen des Lebens anzuwenden, auch auf Fasten. Früher habe ich Fasten und Ernährung, also bis vor kurzem noch, bis gestern oder so, noch als abgeschieden davon wahrgenommen, so als etwas, was man halt so durchstehen muss, um sich dann halt heilen zu können. Weil es halt auch wirklich bisher immer funktioniert hat, so, und auch körperlich, ja, man sich damit auch heilen konnte. Nur jetzt ist eine noch höhere Ebene, eine noch sinnvollere Ebene, sage ich mal. Es muss nicht unbedingt höher sein, aber ich definiere es einfach als höher, weil es für mich sinnvoll ist. Deswegen ist das meine persönliche Definition jetzt einfach. Ist also diese höhere oder sinnvollere Ebene ist, dass man halt den Spaß dann auch dabei integriert, weil ja sowieso alles möglich ist und sowieso alles. Man so sein Ziel erreicht, und dann kann man auch einfach seinen Spaß direkt dabei haben, wenn man das Ziel auch so oder so erreichen wird. Und wenn man den Spaß dabei hat, dann ist das, kann das sogar sein, dass es das wahrscheinlicher ist, dass man die Dinge erreicht. Es muss nicht unbedingt schneller sein. Von der messbaren Zeit her nicht schneller, aber von der erlebten Zeit kann das sogar schneller sein, weil die erlebte Zeit setzt sich auch daraus zusammen, dass man Spaß hat. Dann hat man ja mehr erlebt und mehr Erfahrung gesammelt, und dann vergeht die Zeit viel schneller eigentlich, obwohl die jetzt vielleicht messbar nicht so schnell geht, und vielleicht leben wir ja sowieso ewig. Also wer weiß. Aber ob ewig leben oder nicht, ist trotzdem eigentlich alles möglich, je nach Progression. Zumindest ist sehr viel möglich, und zumindest ist es möglich, seine Ziele zu erreichen, seine Ziele 10-mal im Leben zu erreichen. Und deswegen kann man auch einfach seinen Spaß dabei haben und muss sich nicht so hetzen, und auch deswegen auch nicht beim Fasten oder bei der Ernährung und so weiter. Oder beim Sport. Deswegen werde ich das weiterhin jetzt einfach fließen lassen. Ich werde aber halt, wenn ich Bock drauf habe, auch mal wieder sowas richtig halt so durchzuziehen und mir das halt Spaß macht, dann mache ich das auch. Dann bin ich auch schnell dabei, wie ich halt bei meinem ersten Sackfasten nach 2 Wochen schon 15 Kilo verloren hatte, und das dauerhaft immer noch. Wieder drauf ist und ich leistungsfähiger bin als vorher, weil mir das einfach so extrem Spaß gemacht hat. Aber ich habe mich dadurch halt auch leicht traumatisiert. Deswegen muss man da halt wirklich seine eigene Balance finden. Und das kann mit der Ernährung auch sein. Und viele sagen auch in der Rohkostszene oder in der Szene, ja, was heißt Szene, aber da, wo auch der Reinigungsweg empfohlen wird, dass man halt erstmal irgendwo halt durch muss. Und so weiter, das stimmt halt auch.
im übertragenen Sinne, aber nur, man muss halt nicht wirklich durch die extreme Hölle und so weiter. Das sollte man nicht so wörtlich nehmen. Ich bin ein Mensch oder war früher auch ein Mensch, der alles sehr wörtlich genommen hatte. Da kann ich glücklicherweise jetzt mehr differenzieren mittlerweile. Man muss halt, ja, man muss halt nicht, dieses Muss ist halt das Falsche. Also ich will halt schon Fasten und so weiter machen, weil ich halt damit verbinde, dass ich halt dann halt gesünder werde und weil es dann bisher auch eingetreten ist, dass ich mich dadurch leistungsfähiger und viel besser gefühlt habe. Aber es ist halt nicht nötig, sich da halt wirklich zu zwingen und reinzuzwingen. Und wenn man, und irgendwann wird das dann einfach zu einem kommen, dass dann die richtige Zeit ist und so weiter. Und dann macht man das halt auch einfach. Und dann kann man es auch mal von mir aus auch richtig, richtig durchziehen, wie man das halt möchte. Wenn man, solange man halt seinen Spaß dabei hat. Auch wenn man dann halt erstmal merkt, ach, jetzt habe ich keinen Spaß mehr dabei, dann erfüllt es einen eventuell aber trotzdem dann trotzdem weiterzumachen, weil man damit dann halt verbindet, dass man danach halt geheilt wird. Und wenn man das halt nicht so extrem macht und seine Balance findet, dann finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Aber es ist halt jetzt nicht so, dass man jetzt sagen muss, ich muss jetzt unbedingt wieder fasten oder ich muss jetzt unbedingt komplett roh vegan sein. Aber das ist auch nichts Falsches. Das habe ich ja auch erst gemacht und so weiter, weil ich mir dem noch nicht bewusst war, den ganzen Sachen. Das kommt dann halt erst hinterher, weil das ist halt ein Lernprozess. Wir sind ja auch hier, um zu lernen und so weiter. Und deswegen ist da jetzt auch nichts unbedingt falsch dran. Aber vielleicht bringt euch das Video trotzdem schon mal was von einem, der die Erfahrung jetzt halt gemacht hat. Und so kann man das eventuell für sich selber angehen gestalten und einfacher gestalten. Ja.